Morgen. Ich begrüße alle hier zur Informationsveranstaltung. Wir informieren heute hier über die DinSpec-Empfehlungen für deutsche leichte Sprache. Wir versuchen, selbst möglichst einfach zu reden. Aber es gibt auch eine Dolmetscherin. Das ist Anne Leichtfuß. Sie übersetzt alles in leichte Sprache. Das heißt, Sie können auch umschalten auf den Dolmetschkanal Leichte Sprache. Heute möchten wir Ihnen berichten, wie steht es im Moment um die DinSpec in deutscher leichter Sprache. Aber das mache ich nicht alleine. Ein ganzes Team von Menschen ist heute hier. Zum Beispiel mein Kollege Hendrik Lüttgens. Er arbeitet auch bei DIN. Er betreut unser Konsortium. Wir erklären gleich nochmal, was ist ein Konsortium und was passiert heute, was ist das Programm. Das erzählt uns jetzt Hendrik Lüttgens. Hendrik Lüttgens sagt, guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, alle können die Folien sehen. Ja, dann. Ich begrüße Sie auch nochmal. Herzlich willkommen zu unserer Informationsveranstaltung. Die DinSpec 33429 sind Empfehlungen für deutsche leichte Sprache. Ich heiße Hendrik Lüttgens. Ich arbeite für DIN. DIN ist die Abkürzung für Deutsches Institut für Normung. Da bin ich zuständig für das Projekt zur DinSpec Leichte Sprache. Wir machen heute eine Infoveranstaltung, denn der Entwurf zur DinSpec wurde am 3. März veröffentlicht. Sie können sich den Entwurf auf der Internetseite vom Beuth Verlag herunterladen. Alle können jetzt den Entwurf lesen. Und dann können Sie uns schreiben, was können wir noch verbessern an dem Entwurf. Bei dieser Informationsveranstaltung geht es um die Inhalte von der DinSpec. Dafür haben wir Vorträge vorbereitet. Das DinSpec-Konsortium hat diese Inhalte erarbeitet. Es ist also eine sehr große Arbeitsgruppe. Wir erzählen Ihnen, was haben wir erarbeitet und was steht in den verschiedenen Kapiteln der DinSpec. Und Herr Klaus-Peter Wegge führt uns heute durch den Tag. Sie haben ihn eben schon kennengelernt. Zuerst erzähle ich Ihnen etwas zum Programm. Zuerst stelle ich das Programm vor. Und dann erzähle ich noch mal kurz, was ist das DinSpec-Programm und wie weit sind wir gerade damit? Dann hören wir ein Grußwort von Herrn Schindowski. Er arbeitet beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die Abkürzung für Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist BMAS. Danach wird Klaus-Peter Wegge einen Überblick geben. Was ist der Entwurf für die DinSpec? Um 10.25 Uhr erklärt Constanze Weiland dann, wie kann man den Entwurf kommentieren? Also wie können Sie Vorschläge zur Änderung machen? Um 10.35 Uhr machen wir eine erste Pause. Und nach der Pause fangen dann die Präsentationen an. Es gibt eine Präsentation zu jedem Kapitel der DinSpec. Das erste Kapitel wird vorgestellt von Thorsten Lotze und Josef Ströbel. Bettina Lindmeier stellt das zweite Kapitel vor. Und Sabina Sieghardt stellt das dritte Kapitel vor. Um 11.45 Uhr machen wir noch eine zweite Pause. Nach der Pause stellen Annika Nizio und Anja Seidel das fünfte Kapitel vor. Inga Schiffler und Marion Klanke stellen das sechste Kapitel vor. Zum Schluss gibt es noch eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Das heißt, wie geht es in Zukunft damit weiter? Wir hoffen, Sie bekommen durch die Veranstaltung einen guten Überblick.
Und wir hoffen, Sie verstehen die Dienstback dadurch besser. Jetzt möchte ich Ihnen einiges erzählen zum Thema, was ist die Dienstback? Vielleicht haben Sie das Wort schon mal gehört, vielleicht nicht. Die Dienstback sind ein Standard. Also man legt fest, so muss etwas sein. Zum Beispiel, so hoch muss ein Schreibtisch in Deutschland sein. Oder so sehen Knöpfe in Aufzügen aus. Es sind also Regeln. Und wir erarbeiten diese Regeln zusammen. So war es auch bei unserer Dienstback zum Thema leichte Sprache. Und darum gibt es ein Konsortium. Das ist eine Gruppe von Fachleuten. Darin sind 80 Menschen. Das sind sehr viele Personen. Aber es ist wichtig, dass viele Menschen mitarbeiten. Denn so wissen wir, wir haben alle Blickwinkel bedacht bei diesem wichtigen Thema. Was ist das Ziel der Dienstback für leichte Sprache? Wir wollen Empfehlungen geben. Wie sollen Texte in leichte Sprache übersetzt werden? Wie sollen Texte in leichter Sprache geschrieben werden? Und wie sollen Texte in leichter Sprache aussehen? Und für wen ist diese Dienstback wichtig? Für alle Menschen, die leichte Sprachetexte machen. Es gibt auch Gesetze in Deutschland zum Thema leichte Sprache. Aber da stehen nicht so viele Einzelheiten drin. Da sind die Regeln zur leichten Sprache nicht sehr genau aufgeschrieben. Darum haben wir auch diese Dienstback gemacht. Im März 2020 haben wir mit der Arbeit an der Dienstback angefangen. In der Zeit haben wir das Konsortium gegründet, also die Arbeitsgruppe mit den Fachleuten. Und dann haben wir jetzt 3 Jahre lang daran gearbeitet. Jetzt ist der Entwurf zur Dienstback fertig. Das ist ein wichtiges Ziel, was wir erreicht haben. Vom 3. März bis zum 3. Mai können jetzt alle Menschen den Entwurf lesen. Und sie können ihre Meinung dazu sagen. Sie können sagen, an dieser Stelle muss der Entwurf noch verbessert werden. Wir haben dafür eine Internetseite angelegt. Da finden Sie alle wichtigen Informationen dazu, wie Sie Ihre Meinung sagen können. Wie geht es dann weiter? Anfang Mai haben wir alle Kommentare von Ihnen bekommen. Dann schauen wir uns alle Kommentare an. Und wir besprechen die Veränderungen mit den Arbeitsgruppen. Wir werden über jeden Kommentar reden. Dann wird die Dienstback an vielen Stellen noch verändert. Und dann wird der Text noch einmal überarbeitet. Wir glauben, Ende 2023 wird die Dienstback fertig sein. Das war ein kurzer erster Überblick. Jetzt übergebe ich an Herrn Schindowski. Er arbeitet beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das Ministerium hat diese Dienstback in Auftrag gegeben. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ralf Schindowski. Ich arbeite im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und wir haben den Auftrag gegeben für diese Dienstback. Warum haben wir das gemacht? Die Bundesregierung findet, wir brauchen eine bessere Teilhabe in Deutschland. Menschen mit Behinderung müssen überall dabei sein. Und darum brauchen wir mehr Barrierefreiheit in Deutschland. Und eine Barriere ist auch, wenn man etwas nicht gut verstehen kann. Zum Beispiel, weil die Informationen in schwerer Sprache sind. Dann können viele Menschen nicht mitreden. Oder die Menschen können nicht dabei sein. Darum brauchen wir leichte Sprache. Dann kann man die Sachen besser verstehen. Das heißt, leichte Sprache ist eine Chance. Durch leichte Sprache gibt es mehr Teilhabe. Dann können die Menschen besser mitmachen. Das gilt nicht nur für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie haben die leichte Sprache ja entwickelt und gefordert. Aber viele Menschen haben Schwierigkeiten mit schwerer Sprache. Wir haben
darüber nachgedacht, kann es mehr leichte Sprache geben? Wie kann die leichte Sprache gestärkt werden? Und dann hatten wir ein Problem. Es gibt Regeln für die leichte Sprache. Aber diese Regeln kommen aus vielen verschiedenen Bereichen. Und es gibt nicht überall leichte Sprache. Und es gibt viele verschiedene Regelwerke für leichte Sprache. Und das ist schwierig, denn alle Menschen sollen die Informationen in leichter Sprache gut verstehen können. Darum haben wir diese Dienstback in Auftrag gegeben. Also Empfehlungen für leichte Sprache. Herr Lütgens hat schon gesagt, in diesem Konsortium kommen viele Fachleute zusammen. Sie kommen aus verschiedenen Bereichen, aus der Wissenschaft, aus der Forschung, Menschen, die sich mit Sprache beschäftigen. Wahrgenommen werden kann. Manche Menschen sind Fachleute dafür, wie ein Text aussehen soll. Wie kann man den Text gut aufnehmen? Zum Beispiel, wie kann man ihn gut lesen? Oder wie kann man ihn gut anhören? Und es waren Übersetzer und Übersetzerinnen dabei. Und Prüfer und Prüferinnen. Und Menschen, die sich gut mit Technik auskennen. Zum Beispiel, damit man Texte in leichter Sprache auch auf Internetseiten gut lesen kann. Das war also eine sehr große Arbeitsgruppe. Diese Leute haben sich angeguckt, wie ist gerade der Stand von Informationen zum Thema leichte Sprache. Und wir haben viel dazu aufgeschrieben. Wir haben nicht nur ein Regelwerk geschrieben für leichte Sprache, sondern wir haben ganz viele Hinweise gegeben. Zum Beispiel auch zum Thema leichte Bilder oder auch zur Technik. Wie kann man leichte Sprache zum Beispiel im Internet gut lesen oder in einem Video? Was braucht man dafür, damit dort alle die Informationen gut verstehen können? Das alles steht jetzt in der Dienstback. Die Dienstback soll dafür sorgen, dass es mehr gute Texte in leichter Sprache gibt. Das heißt, jemand vergibt vielleicht einen Auftrag für eine Übersetzung in leichte Sprache. Und dann kann die Person schreiben, bitte halten Sie sich an die Empfehlungen von der Dienstback. Wir hoffen, viele Menschen werden diese Dienstback in Zukunft benutzen und damit arbeiten, an vielen verschiedenen Orten. Dann wissen die Menschen, dieser Text ist nach den Regeln der Dienstback geschrieben. Wir hoffen, so gibt es mehr gute Texte in leichter Sprache an vielen verschiedenen Orten. Diese Arbeit hat sehr lange gedauert. Und das war nicht immer einfach. Die Gruppe hat viel diskutiert. Es gab auch Streit. Aber alle haben sich auch wieder geeinigt. Das war wichtig. In der Gruppe waren auch Menschen mit Lernschwierigkeiten dabei. Und das war sehr wichtig. Denn um diese Menschen geht es ja. Darum war es wichtig, dass diese Personen dabei waren. Dass sie mitreden konnten. Denn es gibt ja den Satz, nichts ohne uns, über uns. Das heißt, Menschen mit Lernschwierigkeiten entscheiden selbst. Und ich hoffe, das hat hier geklappt. Bald wird die Dienstback fertig sein. Und dann geht unsere Arbeit aber noch weiter. Wir wollen die Dienstback bekannt machen. Wir werden Werbung dafür machen. Und wir gucken, wie arbeiten die Menschen mit der Dienstback? Klappt das? Sprache ist lebendig. Das bedeutet, Sprache verändert sich. Sie entwickelt sich weiter. Es kommen neue Wörter dazu. Und das ist auch bei der leichten Sprache so. Und darum muss auch die Dienstback sich verändern.
leichter Sprache in der Welt ist. Das werden wir im Auge behalten. Und ich hoffe, in Zukunft gibt es mehr Texte in leichter Sprache und gute Texte in leichter Sprache. Am Ende möchte ich mich bedanken. Danke an alle, die an der Dienstbeck mitgearbeitet haben. Sie haben viel Arbeit gehabt mit dieser Aufgabe. Sie haben sich sehr dafür eingesetzt. Aber das hat sich gelohnt. Wir haben durch diese Zusammenarbeit viel gelernt. Ja, wir hoffen einfach, dass wir noch viel damit weiterarbeiten können. Und wir hoffen, wir können mit der Dienstbeck noch lange weiterarbeiten. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Klaus-Peter Weggesagt. Herzlichen Dank, Herr Schindowski. Grüße aus dem WEMAS. Und danke für die Grüße aus dem Ministerium. Und wir hoffen auch, die Dienstbeck wird bald fertig sein. Eine Sache ist für alle sehr wichtig. Das Ministerium hat das Geld gegeben für die Arbeit an der Dienstbeck. Und darum können alle die Dienstbeck kostenlos benutzen. Und es wird auch eine Übersetzung geben. Der Entwurf für leichte Sprache ist, der Entwurf für die Dienstbeck leichte Sprache gibt es auch in leichter Sprache. Und auch die fertige Dienstbeck wird in leichte Sprache übersetzt werden. Und wir hoffen, beides wird dann gleichzeitig fertig sein. Die Dienstbeck und die Übersetzung der Dienstbeck in leichte Sprache. Für wen ist leichte Sprache? Vor allem für Menschen mit Lernschwierigkeiten und für Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen. Aber die leichte Sprache ist auch für andere Menschen gut. Darum ist es gut, dass es die Dienstbeck jetzt gibt. Sie hilft beim Übersetzen von Texten in leichter Sprache. Sie hilft beim Schreiben von Texten in leichter Sprache. Und sie hilft beim Gestalten von leichter Sprache. Also dabei, wie die Texte aussehen sollen. Das heißt, es sind nicht nur Regeln für leichte Sprache, denn diese Regeln gibt es schon. Es gibt verschiedene Empfehlungen zu verschiedenen Themen in der Dienstbeck. Zum Beispiel Empfehlungen zur Sprache, zu Wörtern. Aber zum Beispiel auch Empfehlungen dazu, wie der Text in leichter Sprache aussehen soll. Oder Empfehlungen zu leichter Sprache im Internet oder in Videos. Das ist sehr neu. Wir haben uns sehr gut überlegt, wie können Prüfer und Prüferinnen mitarbeiten an der Dienstbeck? Und wie kann man gucken, ist ein Text in leichter Sprache ein guter Text? Wir haben auch geguckt, welche Ausbildung müssen Menschen haben, damit sie an der an leichter Sprache mitarbeiten können. Zum Beispiel, welche Ausbildung muss eine Übersetzerin haben? Oder welche Ausbildung muss ein Prüfer haben? Die Dienstbeck erklärt nicht viel. Sie sagt nicht, wie sind diese Regeln entstanden? Oder warum sind diese Regeln entstanden? Sondern die Dienstbeck fasst einfach die Regeln zusammen. An manchen Stellen sagen wir auch, eine andere Norm hat mit dieser Norm zu tun. Zum Beispiel, es gibt schon eine Norm zum Thema Barrierefreiheit. Aber wir erklären hier nur, was bedeutet die Barrierefreiheit für die leichte Sprache? Jetzt können alle Menschen den Entwurf zur Dienstbeck lesen und sie können dazu ihre Meinung sagen. Schauen Sie sich die Inhalte einfach in Ruhe an. Und dann können Sie sagen, stimmt das alles so? Passt das zu meinen Erfahrungen? Und auf diesen Entwurf haben wir uns geeinigt, alle 80 Fachleute, die mitgearbeitet haben. Wie können Sie zu dieser Norm Ihre Meinung sagen? Das wird Ihnen jetzt meine Kollegin Konstanze Weiland erzählen. Sie ist meine Stellvertreterin hier in diesem Konsortium. Und sie hat vorbereitet, zu erklären, wie kann man seine Meinung sagen zum Entwurf der Dienstbeck. Dann ein
schönen guten Morgen. Konstanze Weiland sagt, guten Morgen auch nochmal von mir. Ich erzähle Ihnen jetzt, wie kann man den Entwurf kommentieren. Das heißt, man kann dann sagen, was finde ich nicht so gut an dem Entwurf? Was soll noch verbessert werden? Und dafür gibt es eine Tabelle. Diese Tabelle finden Sie auf unserer Internetseite. Auf der gleichen Seite, wo auch die leichte Sprache-Version ist. Diese Tabelle ist erstmal noch leer. Und es gibt dazu auch eine Anleitung. Wie kann ich die Tabelle ausfüllen? Ich erkläre das hier. Haben Sie noch Fragen dazu? Dann finden Sie diese Informationen im Internet auf unserer Seite. Vielleicht haben Sie Vorschläge, was man anders machen kann. Dann können Sie diese Vorschläge in der Tabelle eintragen. Die Tabelle hat 8 Spalten. In der ersten Spalte können Sie eine Abkürzung für Ihren Namen eintragen. Ich heiße Konstanze Weiland. Dann ist meine Abkürzung CW. Das ist wichtig, denn dann wissen wir hinterher, wer hat welchen Kommentar geschrieben. In der zweiten Spalte müssen Sie nichts eintragen. Da steht Zeilennummer. Aber unsere Dienstback hat keine Zeilennummern. Darum tragen Sie in dem Feld gar nichts ein. Die dritte Spalte heißt Abschnitt, Unterabschnitt. Da müssen Sie eintragen, welchen Abschnitt möchten Sie kommentieren. Die Dienstback ist in verschiedene Kapitel eingeteilt. Diese Kapitel nennen wir Abschnitt. Die Nummer steht immer oben drüber. Vielleicht haben Sie eine Stelle gefunden in Kapitel 6. Und da möchten Sie einen Kommentar machen. Dann schreiben Sie dorthin Abschnitt 6. In der vierten Spalte können Sie genauer eintragen. Wo möchten Sie genau etwas kommentieren? Zum Beispiel im fünften Absatz. Sie können zum Beispiel sagen, in welchem Absatz vom Text ist das? Zum Beispiel in Absatz 5. Oder Sie haben einen Kommentar zu einem Bild. Dann schreiben Sie zum Beispiel dazu Bild 1 oder Bild 5. Jetzt kommen wir zur fünften Spalte. In der fünften Spalte müssen Sie eintragen, welche Art von Kommentar möchten Sie machen. Da stehen manchmal auch Abkürzungen von englischen Begriffen drin. Aber ich erkläre das jetzt. Es gibt 3 verschiedene Arten von Kommentaren. Der erste ist ein allgemeiner Kommentar. Das bedeutet, Sie wollen etwas zum ganzen Dokument sagen. Ihr Kommentar bezieht sich nicht auf etwas Spezielles, sondern auf den ganzen Text. Dann schreiben Sie dahin GE. Das bedeutet dann, das ist ein allgemeiner Kommentar. Die zweite Art von Kommentaren sind technische Kommentare. Dafür ist die Abkürzung TE. Das ist, wenn Sie eine Änderung am Text machen möchten. Vielleicht, weil ein Schreibfehler drin ist. Die dritte Art von Kommentaren sind redaktionelle Kommentare. Das heißt auf Englisch editorial. Darum ist die Abkürzung ED. Das bedeutet zum Beispiel, Sie haben einen Schreibfehler gefunden. Jetzt kommen die beiden wichtigsten Spalten. Spalte 6. Tragen Sie dort ein, was Sie gefunden haben. Was soll verbessert werden? Da können Sie eintragen, warum finde ich etwas nicht gut? Sie können einen Vorschlag machen, damit etwas geändert werden soll. Und in der Streifspalte 7 tragen Sie dann ein, was ist Ihr Änderungsvortrag? Da können Sie eintragen, was genau soll an dem Text verändert werden.
Wie soll der neue Text heißen an dieser Stelle? Die siebte Spalte ist besonders wichtig. Diese Spalte müssen Sie ausfüllen, sonst kann der Kommentar nicht bearbeitet werden. Denn dann wissen wir nicht, was soll genau geändert werden. Die Arbeitsgruppen arbeiten ja später mit ihren Änderungen, mit ihren Kommentaren. Darum muss die siebte Spalte immer ausgefüllt werden. Die achte Spalte müssen Sie nicht ausfüllen. Die bleibt wieder leer. In die achte Spalte tragen später die Arbeitsgruppen etwas ein. Das brauchen Sie jetzt noch nicht auszufüllen. Diese Spalte wird erst später ausgefüllt, bei der Bearbeitung der Kommentare. Jetzt habe ich hier mal ein Beispiel eingetragen. Dann können Sie es vielleicht besser verstehen. Das sind Beispiele von mir. Die erste Spalte ist ein Namenskürzel. Ich heiße Konstanze Weiland. Darum steht da CW. Dann im nächsten Feld Abschnitt, Unterabschnitt habe ich 6.7.3 eingetragen. Das bedeutet, es bezieht sich auf das sechste Kapitel und auf den siebten Abschnitt im dritten Absatz. Dann habe ich in der nächsten Zeile TE eingetragen. Das bedeutet, es ist ein technischer Kommentar. Und ich habe einen Abschnitt angegeben zum Thema Bilder in leichter Sprache. Ich habe dazu geschrieben, viele Menschen kennen Emojis, die kleinen Bildchen aus WhatsApp-Nachrichten. Die kennen viele Menschen. Diese Bilder kann man auch in leichter Sprache benutzen. Aber das war nicht ernst gemeint. Ich wollte damit nur erklären, wie schreibt man einen Kommentar. In der nächsten Zeile habe ich dann meinen Änderungsvorschlag eingetragen. Darin steht, die Verwendung von Emojis ist okay. Viele Menschen kennen Emojis. Sie wissen, wie Emojis aussehen. Darum kann man sie in leichter Sprache benutzen. Dieser Satz soll noch in die Dienstback eingetragen werden. Jetzt kommt das nächste Beispiel. Ich finde, der Titel von Kapitel 8.2 soll verändert werden. Das ist ein editorieller Kommentar. Darum habe ich die Abkürzung ED eingetragen. Die Überschrift heißt Prozessbeteiligte. Und ich habe hier eingetragen, das klingt wie in einer Gerichtsverhandlung. Darum sollte man verändern, was in der Überschrift steht. Ich fände besser, am Erstellungsprozess beteiligte Personen. Das waren meine Beispiele. So können Sie einen Kommentar schreiben. Die Kommentare sollten sich auf Inhalte beziehen. Ich habe noch ein paar Anmerkungen dazu. Es ist wichtig, dass Sie nur die Inhalte kommentieren von der Dienstback. Sie brauchen noch keine Verbesserungsvorschläge zu machen für die Übersetzung in leichte Sprache. Es gibt zwei Versionen von dem Entwurf. Einen Entwurf in Alltagssprache und einen Entwurf in leichter Sprache. Und vielleicht wollen Sie Kommentare zu beiden Versionen schreiben. Dann machen Sie das bitte in zwei verschiedenen Tabellen. Schreiben Sie Ihre Kommentare zum Entwurf in leichter Sprache in eine Tabelle und Ihre Kommentare zum Entwurf in schwerer Sprache in eine andere Tabelle. Vielleicht denken Sie, etwas ist im Entwurf falsch übersetzt worden. Aber das ist erstmal noch nicht wichtig. Denn die fertige Dienstback wird am Ende noch einmal neu übersetzt. Und dann brauchen Sie deswegen die Übersetzung vom Entwurf noch nicht auf Fehler zu überprüfen. Es wird noch eine neue Übersetzung geben. Das heißt, Sie überprüfen nur, ob der Inhalt stimmt. Es wird nicht überprüft, ist die Übersetzung gut. Das war jetzt eine Zusammenfassung. Wie kann man den Entwurf kommentieren? Ich möchte noch
zwei Kleinigkeiten ergänzen. Klaus-Peter, wer gesagt? Vielen Dank, Konstanze. Ich möchte noch zwei Dinge ergänzen. Bitte machen Sie Ihre Kommentare so genau wie möglich. Wir glauben, wir werden sehr viele Kommentare bekommen. Wir haben hier schon aus der Arbeitsgruppe sehr viele Kommentare bekommen. Das waren mehr als 600. Und darum müssen wir die Kommentare gut sortieren. Das bedeutet zum Beispiel, bitte schreiben Sie immer nur einen Kommentar zu einem Thema, nicht zu mehreren Themen im selben Kommentar. Und bitte geben Sie jeden Kommentar nur einmal ab. Es verändert nichts, wenn der Kommentar mehrfach eingereicht wird. Das macht uns nur mehr Arbeit. Darum bitte ich Sie, machen Sie uns die Arbeit möglichst einfach. Haben Sie Probleme, diese Tabelle zu verstehen? Dann melden Sie sich bei uns. Und eine Sache hilft bestimmt. Suchen Sie sich eine Assistenz. Bearbeiten Sie das Thema vielleicht mit einem Kollegen oder einer Kollegin aus dem Büro. Wie das genau funktioniert, erkläre ich am Ende der Veranstaltung nochmal. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause. Um 10.45 Uhr geht es dann weiter. Dann hören Sie die ersten 3 Vorträge. Im ersten Vortrag geht es darum, was müssen Prüfer lernen, damit sie Prüfer oder Prüferin sein können. Im zweiten Vortrag geht es dann um Empfehlungen zur Sprache. Und im dritten Vortrag geht es darum, wie sollen leichte Sprachetexte aussehen. Aber jetzt machen wir zuerst eine Pause. Um 10.45 Uhr machen wir dann weiter. Bis gleich. Jetzt geht es mit dem nächsten Block weiter. Vorher möchte ich noch kurz sagen, es gibt auch Untertitel. Die Untertitel werden aber automatisch gemacht vom Programm Zoom und darum sind die Untertitel nicht besonders gut. Jetzt übergebe ich an Herrn Kuhn und Herrn Ströbel. Sie erzählen uns etwas dazu, was muss man lernen, um Prüfer oder Prüferin zu sein? Ja, guten Morgen. Herr Kuhn sagt, guten Morgen. Schön, dass wir heute so viele sind. Wir wollen heute über das Prüfen reden. Wie geht das Prüfen? Wie kann man Prüfer oder Prüferin werden? In unserer Arbeitsgruppe haben 7 Prüfer und Prüferinnen mitgemacht und 6 Übersetzer und Übersetzerinnen. Ich heiße Rolf Kohn. Ich habe die Arbeitsgruppe zusammen mit Thorsten Dotze geleitet. Ich bin Mitglied in der Partei Die Linke. Die Linke findet leichte Sprache wichtig. Und ich finde leichte Sprache auch wichtig. Darum habe ich an der Dienstbeck mitgearbeitet. Und ich bin im Vorstand vom Netzwerk Leichte Sprache. Heute halten wir diesen Vortrag zu zweit. Mit mir zusammen redet heute Josef Ströbel. Josef, kannst du dich vorstellen? Ich bin Josef Ströbel. Ich bin im Vorstand vom Verein Mensch zuerst. Es hat mal jemand zu mir gesagt, ich bin der Pfarrer der leichten Sprache. Ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich bin eher der Großvater der leichten Sprache. Ich mache das schon seit ganz vielen Jahren. Unser Verein heißt Mensch zuerst. Und dieser Verein hat die leichte Sprache nach Deutschland gebracht. Das ist schon viele, viele Jahre her. Warum ist leichte Sprache wichtig für dich, Josef? Josef Ströbel sagt, leichte Sprache ist wichtig für mich, damit ich alles gut verstehe. Denn das ist wichtig, sonst kann ich nicht am Leben teilnehmen. Darum muss ich alles gut verstehen können. Wer braucht alles leichte Sprache? Ich würde sagen, alle Menschen brauchen das. Manche sagen vielleicht, ich brauche das nicht, ich kann alles verstehen.
Aber vielleicht brauchten die Menschen trotzdem leichte Sprache. Ja, Josef, Rolf Kohn sagt auch, ja, leichte Sprache ist wichtig. Man merkt es hier bei diesem Treffen. Wir reden heute alle langsam, dann kann man sich besser verstehen. Josef, warum ist das Prüfen wichtig? Josef Ströbel sagt, es ist wichtig, dass Menschen die Texte in leichter Sprache prüfen. Vielleicht wird sich in Zukunft die Technik noch verbessern. Und dann können vielleicht in Zukunft Computer die leichte Sprache prüfen. Aber die Menschen sind dabei am wichtigsten. Und das bedeutet, jeder Text sollte mindestens von 2 Prüfern und Prüferinnen geprüft werden. Man könnte das auch in der Gruppe machen. Das ist dann noch besser. Zum Beispiel, wenn man in einer Gruppe zusammenarbeitet, dann kann man auf verschiedene Teile von einem Text schauen. Und wenn man diese Arbeit gut macht, dann kann man sich alles angucken. Wie ist der Satz aufgebaut? Oder wie ist die Schrift? Wie sind die Bilder? Und das ist vielleicht gut, wenn das nicht eine Person alleine macht. Dann kommt man vielleicht durcheinander. Darum ist es besser, wenn man das in der Gruppe macht mit dem Prüfen. Wer soll die Texte prüfen? Josef Ströbel sagt, das müssen immer Menschen mit Lernschwierigkeiten machen. Rolf Kohn sagt, ja, das stimmt, denn die Texte in leichter Sprache sind ja auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Josef Ströbel sagt, genau, darum sollen auch Menschen mit Lernschwierigkeiten prüfen. Rolf Kohn sagt, du hast dir das Prüfen ja selber beigebracht, Josef. Wie hast du das gemacht? Josef Ströbel sagt, ich bin ja der Großvater der leichten Sprache. Ich habe mir das alles selber überlegt. Wie kann ich gut prüfen? Und wie kann ich das anderen vielleicht auch weitererzählen? Das habe ich mir alles selber beigebracht. Und dann kommt auch schon der übernächste Schritt. Darum ist es wichtig, die Prüfer und Prüferinnen müssen eine gute Ausbildung bekommen. Und sie müssen auch Weiterbildungen machen können, damit sie gut ausgebildet sind. Josef, du sagst, du bist der Großvater der leichten Sprache. Gibst du dieses Wissen auch an deine Kinder und an deine Enkel weiter? Josef Ströbel sagt, ich versuche das immer mal, das weiterzugeben. Und ich will ja auch gerne Neues lernen. Aber manchmal hören die Enkelkinder nicht auf ihren Großvater, sie hören nicht zu. Was müssen Prüfer und Prüferinnen wissen? Was ist wichtig dafür? Sie müssen lernen, wie kann ich überhaupt prüfen? Welche Möglichkeiten gibt es dafür? Wie geht das eigentlich? Aber ich sage meinen Kollegen und Kolleginnen immer, ein Schritt ist dabei besonders wichtig. Ich versuche meinen Kollegen und Kolleginnen immer Mut zu machen. Man muss ehrlich sein mit den Übersetzern und Übersetzerinnen. Und manche Sachen sind einfach sehr schwer. Zum Beispiel wissenschaftliche Texte oder Texte über Gesetze. Oder vielleicht sind es Texte von politischen Parteien. Dann versuche ich mich immer zurückzuhalten. Es geht hier nicht um meine politische Meinung. Ich versuche dann nur auf die Sprache zu gucken. Und manche Texte sind sehr schwer für mich. Die kann ich dann nicht lesen. Zum Beispiel bei Texten über den Nationalsozialismus. Da ist bei mir eine Grenze. Das kann ich einfach nicht prüfen. Dann verliere ich die Nerven. Das ist wichtig, dass die Prüfer und Prüferinnen dann ehrlich sagen, das kann ich nicht prüfen. Rolf Kohn sagt, ja, danke, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass man Mut hat, dass man auch mal sagt, nein, das kann ich nicht prüfen. Wie können Menschen mit Lernschwierigkeiten das Prüfen lernen? Ist es wichtig, dass sie das lernen? Rolf Ströbel sagt, ja, das ist wichtig. Sie können dafür Schulungen machen. Das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Ganz am Anfang lernt man dazu etwas. Man macht eine Schulung als Prüfer oder Prüferin. Das ist sehr wichtig.
aber auch später, wenn man in dem Beruf bleibt, dass man immer wieder etwas Neues lernt zu seinem Beruf. Man lernt ein Leben lang noch dazu. Und die müssen gute Schulungen bekommen und gute Weiterbildungen. Wer sollte diese Schulungen machen? Sollten das ein Mensch mit Lernschwierigkeiten und ein Übersetzer zusammen machen? Ja, aber es sollte bei der Prüfung vor allem, sollen die Prüfer und Prüferinnen im Vordergrund stehen. Ich überlebe das dann immer wieder. Die Menschen gucken bei den Ausbildungen immer nur auf die Seite der Übersetzer und Übersetzerinnen. Und es ist wichtig, dass das zusammenkommt, gleich von Anfang an, dass die Schulungen schon direkt gegeben werden von Übersetzern und Übersetzerinnen und Prüfern und Prüferinnen. Es ist wichtig, dass auch die Übersetzer von den Prüferinnen lernen. Warum müssen Prüfer und Prüferinnen mutig sein? Das habe ich eben schon gesagt. Man muss ehrlich sein. Manchmal muss man zugeben, ich habe etwas nicht verstanden. Und für manche ist das dann schwer, das ehrlich zu sagen. Und es ist aber wichtig, dass man das ehrlich sagt. Ich weiß, das ist manchmal schwer, aber es ist trotzdem wichtig. Ich versuche, das meinen Kollegen und Kolleginnen zu erklären, sodass sie keine Angst mehr davor haben. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wie prüfen Menschen Texte? Kannst du das erklären? Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man etwas prüfen kann. Ich habe mir das ja selber beigebracht und früher habe ich das im Internet über Kommentare gemacht. Aber ich kann jetzt nicht mehr so gut sehen. Darum brauche ich jemanden, der mir das vorliest. Und ich habe auch gleichzeitig noch Schwierigkeiten mit dem Hören. Darum muss mir eine Person die Texte vorlesen beim Prüfen. Man kann ja in der Gruppe prüfen und eine Person guckt dann, wie ist der Satz aufgebaut. Oder eine andere Person prüft die Bilder und eine Person prüft die Sprache. Darum ist es wichtig, dass eine Prüfgruppe prüft. Ist das richtig? Ja, es sollte eine Gruppe prüfen, mindestens 2 Leute. Ich bin schon sehr lange Prüfer. Und dann ist es gut, wenn auch eine Person dazukommt, die vielleicht noch nicht so lange mit dabei ist. Josef, musst du als Prüfer alle Regeln für leichte Sprache kennen? Mit den Regeln habe ich Schwierigkeiten. Es gibt ja auch Regeln vom Netzwerk und die verstehe ich einfach nicht. Aber eigentlich würde ich auch sagen, die Regeln sind nicht das Wichtigste beim Prüfen. Ich gucke nicht zuerst, wie ist der Satz aufgebaut oder wie ist die Schriftgröße. Das ist am Anfang erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist eigentlich nur zu erkennen, kann ich den Text gut verstehen oder nicht. Die Regeln sind eher für die Übersetzer und Übersetzerinnen wichtig. Ich als Prüfer muss die erstmal nicht kennen. Die interessieren mich erstmal nicht. Ich muss die Regeln nicht wissen. Ich muss prüfen, kann ich den Text verstehen oder nicht. Ja, danke, Josef. Zum Schluss noch eine Frage. Vielen Dank, Josef. Zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Du bist schon sehr lange Prüfer. Was hat das für dich verändert, das Prüfen? Das stimmt, ich mache das schon sehr lange Zeit. Und ich habe mir das selber beigebracht. Ich habe dadurch viel Neues gelernt. Und für mich ist auch wichtig zu wissen, was gibt es an Neuigkeiten? Wie kann ich Neues lernen beim Prüfen? Das heißt, auch das Weiterlernen ist sehr wichtig für mich. Vielen Dank, Josef. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. Ich gebe zurück an Klaus-Peter Wegge. Klaus-Peter Wegge sagt, vielen Dank an Sie beide. Danke an Herrn Ströbel und Herrn Kohn. Das war ein wirklich gutes Interview. Ich glaube, jetzt haben alle verstanden, wie kann man Texte in leichte Sprache geprüft werden und was müssen Prüfer und Prüferinnen dafür kennen. Im Chat gibt es keine Fragen zu diesem Vortrag. Aber ich glaube, den Vortrag konnten alle gut verstehen. Vielen Dank für den Vortrag.
Jetzt gucken wir uns aber doch an, welche Regeln gibt es für leichte Sprache? Herr Ströbel hat gesagt, die Regeln sind wichtig für die Übersetzer und Übersetzerinnen. Und auch dazu gibt es ein Kapitel in der DINSPEC. Eine Arbeitsgruppe hat dieses Kapitel erarbeitet. Aus dieser Arbeitsgruppe ist heute Frau Lindmeier hier. Bitte stellen Sie sich vor, Frau Lindmeier. Und die nächsten Minuten sind die Zeit für Ihren Vortrag. Ganz vielen Dank, Herr Wegge. Vielen Dank, Herr Wegge. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Meinen Namen haben Sie schon gehört. Ich bin Bettina Lindmeier. Ich bin Professorin an der Uni in Hannover. Ich arbeite mit leichter Sprache. Aber meistens arbeite ich an der Uni nicht in leichter Sprache. Aber ich versuche auch mit den Studenten und Studentinnen einfacher zu sprechen. Manchmal arbeiten wir mit Menschen aus Werkstätten zusammen. Wir haben auch inklusive Seminare. In diesen Seminaren arbeiten die Studenten und Studentinnen mit Menschen aus Werkstätten zusammen. Und wir schreiben unsere Forschungsergebnisse auf für andere Menschen an Unis. Und diese Beiträge sind dann in Fachsprache geschrieben. Aber wir schreiben die wichtigsten Ergebnisse auch in leichter Sprache auf. So benutze ich selber die leichte Sprache. Und wir erklären auch den Studenten und Studentinnen die leichte Sprache, damit sie auch wissen, wie das geht. Denn die meisten von ihnen wollen Lehrer und Lehrerinnen werden. Ich bin erst seit kurzer Zeit Leitung in dieser Arbeitsgruppe. Zuerst möchte ich mich bei allen bedanken, die vorher in der Arbeitsgruppe mitgearbeitet haben. Das war sehr viel Arbeit. Und sie mussten damit aufhören, weil sie in ihrem Beruf dann mehr arbeiten mussten und keine Zeit mehr hatten für die DINSPEC in leichter Sprache. Denn wir haben ja auch mehr Zeit gebraucht, als wir dachten. Darum möchte ich mich auch bedanken. Danke an alle, die gesagt haben, ja, wir brauchen mehr Zeit. Dieses Thema ist wichtig. Ich möchte mich bei den früheren Mitgliedern der Arbeitsgruppe bedanken. Und danke an unsere Prüfgruppe aus Straubing. Und danke an Sebastian Müller. Er hat mit der Prüfgruppe zusammengearbeitet. Sie haben uns sehr geholfen. Es war gut, dass Sie uns gesagt haben, das kann ich verstehen, das kann ich nicht verstehen. Das muss immer gemacht werden, finden wir. Unsere Arbeitsgruppe hat das Kapitel 5 geschrieben. Es ist ein sehr wichtiges Kapitel. Anderen Kapitel stellen später andere Leute vor. Ich stelle das Kapitel sprachliche Empfehlungen vor. Das heißt, in diesem Kapitel gibt es Empfehlungen zu Wörtern, Sätzen und Texten und zur Verwendungssituation. Das bedeutet, wo brauche ich den Text in leichter Sprache? Wir haben Empfehlungen gemacht. Man kann auch Tipps dazu sagen. Ich fange an mit den Empfehlungen zu Wörtern. Dann kommen die Empfehlungen zu Wörtern und zu Sätzen. Ich habe auch zu allen Themen Folien. Ich erzähle Ihnen ein paar Beispiele, aber die stehen nicht auf der Folie. Bei den Wörtern haben wir uns zum Beispiel gefragt, welche Wörter soll man benutzen in der leichten Sprache und welche Wörter werden gut verstanden. Das ist nicht so einfach, denn die Prüfer und Prüferinnen lernen natürlich neue Wörter dazu bei der Arbeit. Und dann muss man sich überlegen, welche Wörter verstehen alle Menschen gut. Und Sprache verändert sich auch. Vor 10 Jahren kannten die Menschen zum Beispiel das Wort Geflüchtete noch nicht. Und dann wurde ganz viel über Geflüchtete geredet. Und dann wurde das Wort Geflüchtete benutzt. Früher hat man dafür das Wort Flüchtlinge benutzt. Sprache verändert sich. Und darum muss man immer wieder neu überlegen, welche Wörter soll man benutzen in der leichten Sprache. Und manchmal muss man auch schwere Wörter benutzen, Fachwörter zum Beispiel. Denn diese Wörter sind manchmal sehr wichtig für den Text.
Und vielleicht muss man dann ein Fremdwort benutzen. Zum Beispiel Bundesteilhabegesetz ist ein gutes Beispiel. Das ist ein sehr langes Wort und es ist ein kompliziertes Gesetz. Aber man muss dieses Gesetz kennen. Man muss wissen, welche Rechte habe ich. Vielleicht muss man einen Antrag stellen. Das heißt, es ist ein schweres Wort, aber es wird trotzdem benutzt in der leichten Sprache. Und die schweren Wörter werden dann erklärt. Und auch darüber haben wir gesprochen. Wie macht man das? Welche Wörter müssen erklärt werden? Und wie müssen die Erklärungen aussehen, damit man sie gut erkennen kann? Und wir haben auch darüber geredet, man soll immer nur dasselbe Wort benutzen für etwas. Zum Beispiel Wörter und Begriffe. Das bedeutet etwas Ähnliches. Aber wir benutzen immer nur ein Wort, nicht viele verschiedene Wörter für dieselbe Sache. Also wir haben geguckt, welche Wörter soll man benutzen. Bildliche Sprache ist auch schwierig. Zum Beispiel, manche Menschen benutzen das Wort Rabenmutter. Und damit ist kein Vogel gemeint, sondern eine schlechte Mutter. Und viele Menschen können solche Wörter nicht verstehen. Und Fachwörter und Fremdwörter, sie müssen gut erklärt werden. Und vielleicht muss man auch sagen, wie spricht man schwere Wörter aus? Die zweite Folie kommt jetzt und die erkläre ich mal ohne Beispiele, sonst dauert es zu lange. Wir haben darüber geredet, große Buchstaben sollte man nicht benutzen. Also, dass man ein Wort nur in Großbuchstaben schreibt. Dass man Abkürzungen nicht benutzt in der leichten Sprache. Oder besondere Zeichen. Lange und schwere Wörter sollen nicht benutzt werden. Und welche anderen Wörter man benutzt in der leichten Sprache, wenn man sagt, es sind Frauen und Männer gemeint. Und Menschen, die ein anderes Geschlecht haben. Vielleicht sagt eine Person, ich bin kein Mann, ich bin keine Frau, ich bin trans. Dafür braucht man vielleicht Wörter, die man lernen muss, auch in der leichten Sprache. Vielleicht sagt jemand auch von sich, ich bin kein Mann und keine Frau. Und über diese Dinge zu reden, kostet viel Zeit. Und wir haben auch über Zahlen geredet. Das sind alle Punkte zum Thema Wörter. Alle diese Punkte haben wir besprochen. Dann haben wir über Sätze geredet. Wie soll ein Satz aufgebaut sein? Darf man Nebensätze machen? Oder wie macht man das am Ende von einer Zeile? Das alles haben wir aufgeschrieben. Und wie benutzt man Verben, also Tu-Wörter? Sagt man, Frau Lindmeier hat zu lange geredet? Oder Frau Lindmeier redete zu lange. Ich hoffe, ich rede nicht zu lange. Und wir haben empfohlen, Frau Lindmeier hat geredet. Auch bei der Grammatik werden manche Sachen verändert in der leichten Sprache. Aber mit diesen Fragen waren wir noch nicht fertig. Denn hier kommt die nächste Folie noch dazu. Dass man eher sagen soll, ich bin glücklich. Und wie benutzt man eine Verneinung in der leichten Sprache? Zum Beispiel, ich bin nicht glücklich. Wie kann man solche Sätze gut verstehen? Oder wie kann man über etwas reden, was in einer anderen Zeit passiert ist? Also zum Beispiel in der Vergangenheit. Oder etwas, das erst in der Zukunft passieren wird. Welche Sprache benutzt man dann? Welche Zeitform? Wichtig ist auch, was für eine Art von Text ist das? Zum Beispiel ist es eine Bedienungsanleitung. Wie benutze ich eine Waschmaschine zum Beispiel? Das ist ein anderer Text als zum Beispiel ein Gesetzestext oder ein Buch. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Texten. Darüber haben wir lange geredet. Ich glaube, sonst wird mein Vortrag zu lang. Ich kann es nicht ganz ausführlich mit Beispielen erklären. Wir haben auch über Verweise und Glossare geredet.
Vielleicht kommt ein kompliziertes Wort im Text vor und man muss das Wort erklären. Wo kommt diese Worterklärung dann hin? Das nennt man Glossar. Und da haben wir drüber geredet, welche Wörter werden extra erklärt in einem Glossar und welche Wörter werden im Text erklärt. Wie macht man das eigentlich genau? Und eine andere Frage ist, wie macht man das mit Wörtern, die jemand gesagt hat? Man nennt das direkte Rede. Das heißt, jemand schreibt in einem Text genau auf, was hat eine Person gesagt? Wie kann man das möglichst einfach aufschreiben? Auch dazu haben wir eine Empfehlung in die Dienstbeck aufgeschrieben. Und ich glaube, ich muss noch ein Wort erklären. Das habe ich übersprungen. Das Wort Pronomen. Das ist ein Fürwort. Man kann zum Beispiel sagen, Herr Wegge hat eben die Begrüßung gemacht. Er hat das gut gemacht. Das heißt, er steht für Klaus-Peter Wegge. Auch die Situation ist wichtig. Wann benutze ich den Text? Für wen ist der Text gemacht? Das ist auch wichtig. Herr Wegge hat uns zum Beispiel gesagt, bitte reden Sie nicht zu lang, denn hier reden heute viele Leute. Und dann kann man sich irgendwann nicht mehr konzentrieren. Das heißt, das ist die Verwendungssituation. Also wir treffen uns heute hier zu einer Sitzung und in dieser Sitzung wird der Text, wird der Vortrag gehalten. Wie hat die Arbeitsgruppe gearbeitet? Wir haben ganz viel gesprochen und ganz viel geschrieben. Und oft gab es unterschiedliche Meinungen. Und wir sind uns auch nicht immer einig gewesen. Darum war es viel Arbeit, dieses Kapitel zu schreiben. Und andere Menschen aus der Arbeitsgruppe haben auch schon Kommentare dazu abgegeben. Und durch die Kommentare haben wir den Text schon an einigen Stellen verändert. Und manchmal gab es verschiedene Kommentare zu einer und derselben Stelle. Dann konnten wir es nicht für alle verändern. Das wird diesmal wahrscheinlich wieder so sein. Ich möchte jetzt schon mal sagen, danke für die Kommentare und danke fürs gemeinsame Nachdenken. Aber trotzdem möchte ich auch schon sagen, wir können wahrscheinlich nicht alle Kommentare annehmen. Sprache verändert sich. Und die Dienstbeck soll der Anfang dafür sein. Wir werden an dem Thema noch weiterarbeiten. Und ich habe hier noch ein Beispiel. An der Stelle war es schwierig, sich zu einigen. Stand auf meiner Folie schon geschlechtergerechte Sprache. Das bedeutet, wie kann ich Menschen so ansprechen, dass alle sich gemeint fühlen? Männer und Frauen und Menschen, die ein anderes Geschlecht haben. Davon habe ich eben ja schon kurz geredet. Dafür gibt es verschiedene Wörter. Das nennt man Gendern. Und dann muss man immer wieder überlegen, was verstehen mehr Menschen? Welches Wort benutzen wir? Und in der leichten Sprache wird darüber diskutiert, wie macht man das am besten? Macht man das gar nicht? Macht man das mit einem Sternchen? Macht man das mit einem Doppelpunkt? Da haben wir sehr, sehr viel drüber geredet. Und viele Menschen sind damit immer noch nicht zufrieden. Und eine Sache möchte ich nochmal wiederholen. Alle Menschen kennen unterschiedliche Wörter. Durchs Prüfen lernen die Prüfer und Prüferinnen immer wieder neue Wörter. Alle Menschen sind in einer anderen Familie groß geworden und dadurch kennen sie andere Wörter. Und vielleicht wird nicht in allen Sprachen, in allen Familien Deutsch gesprochen. Dann haben die Menschen Deutsch vielleicht erst in der Kita oder in der Schule gelernt. Oder es gibt eine Fachsprache bei der Arbeit. Ich habe das Beispiel vom Bundesteilhabegesetz gesagt. Viele Menschen in Deutschland kennen das Gesetz nicht, aber fast alle Menschen mit Behinderung kennen das Wort. Das bedeutet, manchmal braucht man auch Fachwörter und muss diese Fachwörter lernen. Jetzt möchte ich mich fürs Zuhören bedanken.
Danke, dass ich die Gruppe leiten durfte. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Das ist sehr wichtig. Und ich bedanke mich auch nochmal beim Ministerium. Das war wichtig, dass wir diese Arbeit machen konnten. Haben Sie noch Fragen dazu? Die kann ich gerne beantworten. Klaus-Peter Wegge sagt, vielen Dank für den guten Vortrag. Ich glaube, es wurde vieles erklärt. Vielen Dank dafür. Jetzt kommt ein ganz anderes Thema. Wie sollen Texte in leichter Sprache aussehen? In schwerer Sprache nennt man das visuelle Gestaltung. Frau Siekert und Frau Wenzel sprechen jetzt darüber. Sie haben dafür 20 Minuten Zeit. Wir verschieben die Pause ein bisschen. Guten Morgen, ich bin Rudolf Paulus Gorbach. Ich bin aus der Arbeitsgruppe Visuelle Gestaltung. Visuelle Gestaltung bedeutet zum Beispiel, welche Schriftart hat ein Text oder welche Bilder sind in einem Text. Wie kann man die Texte in leichter Sprache gut lesen? Zum Beispiel, weil man die Schriftart gut erkennen kann. Wir müssen gute Schriftarten auswählen, damit man die Texte in leichter Sprache gut lesen kann. Es ist für die leichte Sprache besonders wichtig. Wir haben durch die Arbeit an der Dienstbeck sehr viel Neues gelernt. Und jetzt werden zwei Fachleute darüber sprechen. Sabina Siegbart und Juliane Wenzel. Sie werden darüber reden, wie sollen Texte und Bilder in leichter Sprache aussehen. Sabina, du kannst anfangen. Danke, Rudolf. Vielen Dank, Rudolf. Ich bin Sabina Siekert. Ich habe 2016 angefangen, mit leichter Sprache zu arbeiten. Ich bin Designerin und ich arbeite in München. Hier gibt es eine Galerie für inklusive Kultur. Da habe ich zum ersten Mal das alte Regelwerk gesehen für leichte Sprache. Und beim Arbeiten haben wir gemerkt, wir haben viele Sachen anders gemacht als im alten Regelwerk. Und die Prüfer und Prüferinnen haben gesagt, das funktioniert für mich besser. Und dann habe ich angefangen zu forschen. Und ich möchte Ihnen ein paar von meinen Forschungsergebnissen erzählen. Es geht jetzt um das Kapitel 6. Schrift macht Sprache sichtbar. Das bedeutet, ich kann sprechen, ich kann einen Witz erzählen zum Beispiel. Und dann verändert sich meine Sprache. Zum Beispiel, mein Tonfall wird ein anderer. Aber das geht nicht in der geschriebenen Sprache. Ich habe zum Beispiel einen Flyer oder ein Buch. Und da an der Schriftsprache kann ich erstmal nicht erkennen, war das jetzt lustig gemeint oder ernst. Aber das kann man über verschiedene Schriftarten machen. Wenn ein Text schön aussieht, dann liest man ihn lieber. Und man kann ihn besser verstehen. Das heißt, wir müssen gucken, welche Schriftart können die Menschen gut lesen? Und wie soll der Text genau aussehen? Dazu haben wir wissenschaftliche Untersuchungen gemacht. Und die Untersuchungen haben wir immer zusammen mit Menschen mit Lernschwierigkeiten gemacht. Und wir hatten natürlich immer auch Prüfer und Prüferinnen. Und wir hatten Tester und Testerinnen mit Behinderung dabei in unserer Arbeitsgruppe. Hier sieht man beide Male das Wort Illustration. Eine Illustration ist eine Zeichnung. Und die beiden Schriften sehen unterschiedlich aus. Beim ersten Wort sehen die ersten drei Buchstaben gleich aus, obwohl es einmal ein großes I ist und ein kleines L. Früher wurde gesagt, man soll die Schrift Arial benutzen für leichte Sprache. Aber die untere Schrift heißt Thesis. Und wir wollten rausfinden, können Menschen mit Lernschwierigkeiten die Schriftart Arial besser lesen oder die Schriftart Thesis? Das haben wir ausprobiert. 145 Leser und Leserinnen haben Texte in leichter Sprache gelesen.
interessiert, wie weit sie gekommen sind. Und sie haben dann eine Minute lang gelesen und dann haben sie mit dem Stift markiert, bis wohin bin ich gekommen in diesem Text. Und dann haben sie auf der nächsten Seite einen Text in einer anderen Schriftart gelesen. Und dann haben sie wieder geguckt, wie viel Text konnte ich lesen. Und wir haben gemerkt, die Texte zu lesen mit der Schriftart Arial dauert länger. Das kann man hier sehen. In anderen Schriftarten konnten die Menschen mehr Text lesen. Am besten hat das geklappt mit der Schrift The Sans. Und viele Menschen mit Lernschwierigkeiten haben Schwierigkeiten beim Lesen. Dann haben wir ausprobiert, mit welcher Schrift ist es einfacher, die Texte zu lesen. Zum Beispiel hat die Schrift Serifen oder nicht. Serifen sind diese kleinen Häkchen am Ende der Buchstaben. Hier kann man sie in den roten Kreisen sehen. Und wir haben das mit Testpersonen ausprobiert. 145 Leser und Leserinnen haben Texte in leichter Sprache gelesen. Und sie haben ausprobiert, in welchen Schriftarten kann ich die Texte schneller lesen. Dazu gibt es Regeln. Wie soll die Schrift aussehen? Und welche Schriftarten kann man schneller lesen? Manche Schriften erinnern zum Beispiel an eine Handschrift. Da kann man die Buchstaben stärker unterscheiden. Diese Schriften kann man dann schneller lesen. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, ob die Schrift Serifen hat oder nicht. Wichtig ist, kann man die Schrift gut und schnell lesen? Und passt die Schrift gut zu dem, was ich lesen will? Zum Beispiel, auf einem Plakat habe ich eine andere Schrift als in einem Vertrag. In dem Kapitel 6 gibt es 3 Teile. So dass man auswählen kann, welche Schrift passt zu welchem Text. Zum Beispiel, welche Schrift passt zu einem Plakat oder welche Schrift passt zu einem langen Text. Es gibt noch eine andere DIN-Norm. Da geht es um leserliche Schriften. Und wir haben uns gefragt, muss man erkennen können, wer hat den Text geschrieben? Zum Beispiel, eine Firma hat vielleicht eine bestimmte Schrift. Und diese Schrift benutzt die Firma immer, damit man erkennen kann, wer hat den Text geschrieben, von wem kommt der Text. Das nennt man Hausschrift. Die Hausschrift ist eine eigene Schrift von einer Firma zum Beispiel. Und das Kapitel 6.4 behandelt, wie soll der Text aufgebaut sein. Zum Beispiel gibt es verschiedene Abschnitte und Zwischenüberschriften. Hier sieht man ein Foto. Da kann man erkennen, verschiedene Schriften sehen unterschiedlich aus, je nachdem, was für einen Text ich habe. Eine Zeitung sieht anders aus als ein Vertrag. Auch das haben wir wieder mit den Testlesern und Testleserinnen überprüft. Wir haben also dann verschiedene Texte genommen, zum Beispiel eine Zeitung. Und dann haben wir aber so verändert, man kann die Bilder nicht mehr erkennen. Die Bilder sind unscharf und man kann den Text nicht mehr lesen. Wir wollten also nicht auf den Inhalt gucken, sondern wir wollten nur gucken, wie sieht die Zeitung aus. Wir haben uns die Zeitung Das Parlament angeguckt. Das ist eine Zeitung vom Deutschen Bundestag. Links können Sie die Zeitung in schwerer Sprache sehen. Und rechts gibt es die Beilage in leichter Sprache. Die sieht wirklich genauso aus. Dann haben wir die Leser und Leserinnen gefragt, könnt ihr erkennen, was für ein Text das ist? Und die meisten Menschen haben gesagt, das sieht aus wie eine Zeitung. Und bei dem Text in leichter Sprache konnte man das nicht erkennen. Dieser Text sieht nicht aus wie eine Zeitung. Aber es ist wichtig, dass man erkennen kann, was für einen Text habe ich? Ist das ein Vertrag oder ist es eine Zeitung? Und darum sollte man auch bei einem Text in leichter Sprache erkennen können, was für ein Text ist das? Also auch eine Zeitung in leichter Sprache soll aussehen wie eine Zeitung. Denn dann weiß ich schon direkt,
Alles klar, was für eine Art von Information bekomme ich da? Das hilft also beim Lesen, wenn ich erkennen kann, was für ein Text ist das. Und darum haben wir auch dazu ein Kapitel geschrieben in der Dienstbeck. Wie sollen die Texte aussehen? Und auch Bilder helfen beim Verstehen. Darum wird Ihnen jetzt meine Kollegin Juliane Wenzel etwas über Bilder erzählen in der leichten Sprache. Juliane, ich übergebe das Wort an dich. Vielen Dank für die Überleitung, Sabina. Ich stelle mich kurz vor. Ich bin Juliane Wenzel. Ich spreche jetzt über Bilder in der leichten Sprache. Ich habe das studiert. Ich bin Illustratorin. Seit einiger Zeit mache ich auch Bilder in leichter Sprache. Jetzt starte ich meine Folien. Durch die Bilder kann man die Inhalte besser verstehen. Im Moment gibt es nur in der Übersetzung von der Dienstbeck in leichter Sprache Bilder. Heute zeige ich Bilder, die nicht für leichte Sprache gemacht wurden. Es gibt einen Berufsverband für Illustratoren und Illustratorinnen. Illustrator ist ein anderes Wort für Zeichner. Mit diesen Bildern kann ich zeigen, Bilder helfen, Texte zu verstehen. Es ist wichtig, welche Bilder ich aussuche, welche Bilder ich benutze, wo kommen die Bilder hin und wie sehen die Bilder aus. Das alles ist wichtig, damit ich die Inhalte gut verstehen kann. Zum Beispiel, Bilder in einem Kinderbuch sehen anders aus als Bilder in einer Zeitung. Bilder helfen uns, besser zu verstehen. Und Bilder helfen uns, uns Dinge gut zu merken. Die Bilder zeigen, worum geht es in diesem Text. Wir haben uns gefragt, wie kann man leichte Sprache durch Bilder besser verstehen? Welche Arten von Bildern können wir benutzen? Und wie können wir besser zeigen, was ist mit einem Bild gemeint? Wie passen Bild und Text gut zusammen? Das haben wir in unserem Kapitel beschrieben. Es gibt dazu wissenschaftliche Untersuchungen, aber es gibt nur ganz wenige Untersuchungen für leichte Sprache. Und es gibt ein paar Untersuchungen zu Bildern, die Informationen vermitteln. Also zum Beispiel Bilder in Bedienungsanleitungen. Diese Fachtexte haben wir uns angeguckt. Und wir haben mit Zeichnern und Zeichnerinnen gesprochen. Und mit Prüfern und Prüferinnen. So haben wir die Informationen bekommen zu unserem Kapitel, damit wir gut aufschreiben konnten, was ist wichtig bei Bildern. Bilder können schwierige Informationen zeigen. So kann ich die schwierigen Informationen besser verstehen. Bilder für leichte Sprache sollen die wichtigsten Informationen von einem Text zeigen. In schwerer Sprache heißt das, was ist die Kernaussage? Darum ist es wichtig, wenn man auf dem Bild nur das sieht, was wichtig ist für den Text. Manchmal hat man vielleicht viele Informationen, dann ist es gut, wenn man auch mehrere Bilder hat. Man muss die Informationen also auf mehrere Bilder aufteilen. So wie bei diesem Beispiel. Auf dem ersten Bild ist das Feuer noch an. Der Mann wirft eine Decke über das Feuer. Und beim zweiten Bild ist das Feuer dann aus. Aber Bilder sind nicht nur für die Informationen wichtig. Bilder zeigen auch eine Stimmung. Hier sind zwei sehr verschiedene Bilder. Auf dem Foto auf der linken Seite sieht man, alles ist kühl und sauber. Und das Bild rechts sieht eher etwas düster und unheimlich aus. Wir haben hier auch verschiedene Arten von Bildern. Ein Bild ist ein Foto, das andere Bild ist gezeichnet. In leichter Sprache werden meistens Zeichnungen oder Fotos benutzt. Oder auch Bildzeichen. Das sind oft ganz einfache Zeichen, so wie das Zeichen an der Toilettentür oder das Zeichen für Rollstuhlfahrer. Diese Zeichen kennen wir alle, sehen sie oft im Alltag. Sie helfen uns dabei, sich zurechtzufinden. Und das hilft auch gut bei einem Text.
So kann ich bestimmte Stellen im Text gut erkennen und verstehen. Ich kann also schnell erkennen, worum geht es gerade. Fotos werden auch oft benutzt in der leichten Sprache. Zum Beispiel, wenn ich einen echten Menschen zeigen will oder einen echten Ort. Zum Beispiel ein Gebäude, das ich wiedererkennen soll. Oder man kann gut Situationen aus dem Alltag zeigen mit Fotos. Zeichnungen können Sachen ganz klar und einfach zeigen. Ich kann nämlich unnötige Sachen einfach weglassen in der Zeichnung. Dann sind nur die wichtigen Sachen im Bild. Mit einer guten Zeichnung kann man Sachen besser verstehen. Zum Beispiel durch die Zeichnung, durch die Farben. Oder dadurch, ob Dinge groß oder klein sind. Oder in welche Richtung guckt eine Figur. Wichtig ist dabei, Text und Bild müssen gut zusammenpassen. Dazu sage ich später noch etwas. Das heißt, bei einer Zeichnung ist nicht nur der Inhalt von einem Bild wichtig. Es ist auch wichtig, wie wird das Bild gezeigt und wie ist das Bild gezeichnet. Hilfsmittel helfen, Zusammenhänge besser zu verstehen. Zum Beispiel durch eine Farbe. Hier kann ich durch die Farbe erkennen, was wichtig ist. Aber auch Linien können helfen. Dickere Linien sind wichtiger als dünnere Linien. Oder auch Zeichen, zum Beispiel das rote Kreuz, das durchgestrichene. Oder der grüne Okay-Haken. Oder die Pfeile. Das zeigt, wie etwas aussehen soll und wie nicht. Was falsch ist, was richtig ist. Die Pfeile zeigen meistens die Richtung an. Bild und Sprache sollten ineinander greifen. Das bedeutet, beides muss gut zusammenpassen. Das ist in leichter Sprache besonders wichtig. Wichtig ist aber auch, wo auf der Seite ist der Text und wo auf der Seite ist das Bild. Kann man verstehen, was zusammengehört? Zeigen die Bilder das, was im Text steht? Passt das zusammen? Beim Zeichnen von Bildern in leichter Sprache merke ich manchmal, der Text ist noch nicht gut. Vielleicht muss etwas noch genauer erklärt werden. Darum finde ich, alle sollten von Anfang an bei dem Thema zusammenarbeiten. Und damit meine ich die Person, die den Text schreibt, die Person, die die Bilder zeichnet und die Prüfer und Prüferinnen. Denn so wird die leichte Sprache gut. Und dann klappt auch das Ergebnis. Dann kann man das Ergebnis gut verstehen. Bilder zeigen uns, was wichtig ist in einem Text. Sie helfen uns, den Text zu verstehen. Und sie helfen uns, dass wir uns an wichtige Sachen erinnern können. Jetzt ist mein Teil vom Vortrag zu Ende. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an diesem Kapitel mitgearbeitet haben. Und ich möchte mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Ja, da kann ich auch nur sagen, Dankeschön. Klaus-Peter, wer gesagt, Dankeschön. Danke an die beiden Fachfrauen für den Vortrag. Jetzt machen wir Pause bis 12.05 Uhr. Am Ende kürzen wir die Zusammenfassung. Dann sind wir wahrscheinlich trotzdem gegen 12.50 Uhr fertig. Jetzt machen wir eine Pause bis 12.05 Uhr. Dann können alle sich erholen und vielleicht einen Tee trinken oder einen Kaffee. Bis gleich. Damit starten wir jetzt in den dritten Block unserer Informationsveranstaltung. Wir haben noch zwei Themen, die wir abarbeiten möchten. Das eine ist das Thema Medien. Formate, das heißt, leichte Sprache wird nicht nur geschrieben, gedruckt und gelesen, sondern sie wird auch gesprochen und in verschiedenen elektronischen Formaten verwendet. Das wird uns gleich Frau Nizio vorstellen. Und der zweite Vortrag handelt dann über den Prozess der Erstellung von Texten in leichter Sprache. So, Frau Nizio, sind Sie startklar? Stellen Sie sich selber vor und übernehmen. Hallo Herr Wenge, guten Tag. Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Annika Nizio. Ich komme von der Agentur Barrierefrei NRW. Wir beraten im Land Nordrhein-Westfalen viele Menschen und viele Städte und öffentlichen Einrichtungen zur Barrierefreiheit.
Ich beschäftige mich ganz besonders mit barrierefreier Kommunikation, also Barrierefreiheit im Internet und auch mit leichter Sprache. Heute stelle ich Ihnen vor das Kapitel Nummer 7 aus der DIN-SPEC. Das heißt in schwerer Sprache Empfehlungen für analoge und digitale Medienformate. Jetzt habe ich erstmal aufgeschrieben, was für Medienformate, was sind eigentlich Medienformate, worum geht es in dem Kapitel? Jede Information und jeder Text in leichter Sprache wird ja in irgendeiner Form veröffentlicht, zum Beispiel im Internet, auf einer Internetseite oder als App. Das nennt man dann Online-Medien. Man kann Informationen in leichter Sprache auch veröffentlichen in einem Infoheft, in einer Broschüre oder in einem Buch. Das ist dann ein gedrucktes Medium. Man kann Informationen in leichter Sprache auch veröffentlichen in einer Datei, in digitalen Dokumenten, zum Beispiel in einer PDF-Datei. Das sind Dateien, die kann man sowohl am Computer anschauen, aber auch ausdrucken. Und das vierte Medienformat, um das es geht, da geht es um Videos, also um kleine Filme oder um Audios, also Informationen zum Anhören. Und das ist das Besondere an diesem Kapitel, weil dieses Thema kommt in den anderen Kapiteln der DIN-SPEC noch nicht vor. Die wichtige Frage vor einer Veröffentlichung ist ja, wie wird überhaupt das Medienformat ausgewählt? Welches Medienformat passt gut für die Informationen, die ich veröffentlichen möchte? Im Kapitel ist aufgeschrieben, für alle Medienformate gibt es Vorteile und Nachteile. Zum Beispiel, wenn ich einen Film mache, dann kann man vielleicht eine komplizierte Erklärung ganz gut verstehen, weil in einem Film genau zu sehen ist, wie etwas gemacht ist, zum Beispiel wie ein Arbeitsschritt an einer Maschine funktioniert. Die gleiche Erklärung in einem gedruckten Heft, zum Beispiel in einer Bedienungsanleitung, ist vielleicht viel schwieriger zu verstehen. Das ist ein Vorteil von Videos, von Filmen in leichter Sprache. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Zum Beispiel, einen Film zu machen, kostet viel mehr Geld, als einen Text in leichter Sprache zu schreiben und auf Papier zu drucken. Der erste Schritt, bevor die Veröffentlichung passiert, ist natürlich zu entscheiden, welches Medienformat passt denn jetzt gut zu dem Text, welches Medienformat passt gut zu der Situation, in der Text gelesen wird. Das entscheiden immer alle zusammen. Die Empfehlung sagt, es entscheiden die Auftraggeberin oder Auftraggeber zusammen mit den Experten für leichte Sprache, also mit den Übersetzerinnen und Übersetzern und auch zusammen mit Prüferinnen und Prüfern und natürlich mit den Fachleuten für die Gestaltung. Die sollen immer schauen, welches Medienformat passt gut zu einer Lesesituation. Zum Beispiel Informationen, die ich unterwegs brauche, kann ich vielleicht am besten mitnehmen, wenn ich ein ganz kleines Faltblatt oder ein kleines Infoheft dafür habe. Und welches Medienformat passt am besten zu dem Kommunikationsziel? Das ist das gleiche Beispiel wie gerade. Ich kann etwas Kompliziertes vielleicht gut mit einem Film erklären und nicht so gut erklären mit einem geschriebenen Text. Was bei Medienformaten auch noch wichtig ist, ist die Barrierefreiheit. Ein Teil von Barrierefreiheit ist ja die Verständlichkeit, dass man die Informationen gut verstehen kann. Es gehören aber noch andere Sachen dazu. Zum Beispiel Wahrnehmbarkeit. Das bedeutet, Menschen mit einer Hörbehinderung oder Menschen mit einer Sehbehinderung können trotzdem alle Informationen bekommen, die dort enthalten sind. Als Beispiel, wenn ich einen Film habe, brauche ich Untertitel, damit Menschen mit Hörbehinderung mitlesen können, was in dem Film gesagt wird. Oder wenn ich Bilder habe zu einem Text und es können nicht alle Menschen diese Bilder sehen, dann brauche ich eine Beschreibung. Was ist auf diesen Bildern Wichtiges zu sehen? Zur Barrierefreiheit gehört auch dazu, dass man die Sachen gut bedienen kann. Ganz besonders bei Internetseiten oder bei Apps auf dem Smartphone, dass ich immer weiß, wo muss ich hinklicken oder wo muss ich hintippen und was passiert dann und dass das auch immer alles gut funktioniert und gut zu verstehen ist. Es gibt schon ganz viele Standards und Regeln für Barrierefreiheit. Die stehen in anderen Normen drin. Hier ist eine Norm aufgeschrieben, die da ganz wichtig ist.
Und weil es die schon gibt, haben wir den natürlich nicht nochmal in die Dienstbeck leichte Sprache reingeschrieben, sondern einen Verweis gemacht. Das heißt, wenn man ein Dokument oder eine Webseite barrierefrei machen möchte, dann kann man in diese DIN-Norm hineinschauen. In dem Kapitel von der Dienstbeck leichte Sprache, da geht es jetzt darum, welche Sachen sind denn ganz besonders wichtig, wenn ich leichte Sprache benutze? Also leichte Sprache auf einer Internetseite, worauf muss ich da ganz besonders achten? Oder auch leichte Sprache in Videos oder in Filmen. Und die zweite Sache, die in dem Kapitel ganz wichtig ist, ist, welche Sachen sind für Menschen mit Lernschwierigkeiten besonders wichtig, damit man zum Beispiel eine Internetseite gut benutzen kann oder auch eine Infobroschüre, ein Buch gut verwenden kann. Das sind die Sachen, die wir immer im Hinterkopf hatten. Daran haben wir gedacht, als wir das Kapitel geschrieben haben. Ich hatte vorhin ja gesagt, es geht um 4 verschiedene Medienformate in dem Kapitel. Es geht um Internetseiten, es geht um gedruckte Informationen in Infoheften, es geht um Dateien, die man sowohl am Computer anschauen kann, als auch ausdrucken kann. Und als letztes geht es um die Filme. Und ja, für jedes von diesen Medienformaten gibt es ein eigenes kleines Kapitel und da geht es immer um verschiedene Empfehlungen. Es gibt immer Empfehlungen dazu mit der Überschrift Auffindbarkeit und Zugang. Das heißt, wie finde ich eigentlich die Informationen in leichter Sprache? Das ist auch wieder besonders wichtig bei Internetseiten. Da sind ja ganz oft ganz viele Informationen drauf. Wie finde ich jetzt genau die Stelle, wo was in leichter Sprache steht? Dazu gehört zum Beispiel, dass es immer einen deutlichen Hinweis gibt, vielleicht auch ein Logo für leichte Sprache, das viele Menschen kennen. Dann kann ich auf das Logo klicken und komme zu den Informationen in leichter Sprache. Das zweite Thema, was es für jedes von den Medienformaten gibt, ist die Bedienbarkeit oder Handhabbarkeit, sagt man auch dazu. Da geht es darum, wie kann ich jetzt die Internetseite gut benutzen, kann ich ein Video gut benutzen, damit Menschen mit Lernschwierigkeiten auch die Informationen gut daraus bekommen können. Und als drittes, da geht es um die Wahrnehmbarkeit und die Verständlichkeit. Das ist also auch Menschen mit verschiedenen Einschränkungen, zum Beispiel Menschen mit Hörbehinderungen oder Sehbehinderungen, können die Informationen in leichter Sprache auch gut verstehen und gut benutzen. Das Kapitel ist ziemlich lang, deshalb kann ich jetzt nicht das ganze Kapitel vorstellen, aber ich habe noch ein paar Beispiele ausgesucht für die verschiedenen Medienformate. Als erstes kommen Beispiele für Internetseiten und für Apps auf dem Smartphone. Da steht in den Empfehlungen zum Beispiel drin, auf Internetseiten gibt es ja oft Links, also ich kann da draufklicken und komme dann auf eine andere Internetseite. Und da ist immer wichtig, dass ich weiß, was passiert. Also die Linktexte sind auch in leichter Sprache geschrieben und es ist immer gut verständlich, was passiert, wenn ich da draufklicke, auf welche Seite komme ich dann. Das ist ganz besonders wichtig, wenn ein Link vielleicht auf eine Seite führt, die nicht in leichter Sprache ist. Dann sollte das vorher dran stehen, damit man genau Bescheid weiß. Die nächste Empfehlung heißt hier Worterklärungen und Aussprachehilfen. Auch in Texten auf Internetseiten kommen ja vielleicht schwierige Wörter vor oder Wörter aus anderen Sprachen, wo man nicht genau weiß, wie spricht man die eigentlich aus. Und das kann man im Internet natürlich gut machen. Dann kann man das Wort anklicken und bekommt eine Erklärung dafür. Oder man kann das Wort anklicken und kann dann anhören, wie wird das Wort ausgesprochen. Wenn man diese Dinge benutzt auf Internetseiten, sollen die natürlich auch immer gut erkennbar sein und einfach zu benutzen. Die nächste Empfehlung, da geht es um Bilder, auch wieder auf Internetseiten. Bei einem gedruckten Text ist das ja meist ganz einfach. Ich habe auf der einen Seite den Text und daneben ist das Bild, was zu dem Text gehört. Das ist genauso festgelegt, wie es gedruckt worden ist. Bei Internetseiten ist das nicht immer so, weil Menschen benutzen die Internetseite auf ganz verschiedenen Geräten, vielleicht auf einem Computer mit einem ganz großen Bildschirm oder auf einem Smartphone mit einem kleinen Bildschirm. Und dann kann man nicht immer genau wissen, passen die Bilder noch neben dem Text? Deshalb sind die Bilder vielleicht manchmal über dem Text oder drunter. Ganz wichtig ist aber, egal auf was für einem Gerät ich den Text lese, die Bilder müssen immer in der Nähe vom Text sein, dass ich genau weiß, welches Bild gehört zu welcher Stelle von dem Text. Die letzte Empfehlung, die ich hier noch als Beispiel aufgeschrieben habe, da geht es um Alternativtexte.
Alternativtexte sind Texte, die beschreiben, was auf einem Bild zu sehen ist. Das ist wichtig für Menschen, die die Bilder nicht direkt sehen können. Und die Empfehlung heißt, die Alternativtexte sollen auch immer in leichter Sprache sein, damit nämlich Menschen, die eine Sehbehinderung haben und Lernschwierigkeiten, die Bilder oder den Text mit den Informationen aus den Bildern gut verstehen können. So, jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht aus dem Kapitel, wo es um Infohefte und Bücher geht, also um gedruckte Informationen. Da heißt die Überschrift Handhabbarkeit. Das heißt, wie kann ich das gut mit den Händen benutzen? Wie kann ich gut mit dem Buch oder mit dem Infoheft umgehen? Ganz wichtig ist dabei, dass das Papier gut funktioniert. Das heißt, die Seiten sollen nicht zu dünn oder zu flatterig sein, sondern wirklich dickes Papier, sodass man da gut greifen kann, dass man das einfach umblättern kann und das auch nicht spiegelt oder durchscheint bei den Seiten. Dann kann man nämlich den Text besser lesen. Wichtig ist auch, wie ist ein Buch gebunden oder geheftet? Es ist immer sehr praktisch, wenn man das Buch aufschlagen kann und es sich nicht von alleine wieder zublättert, sondern aufgeschlagen bleibt. Zum Beispiel, wenn man eine Ringbindung hat. Das funktioniert sehr gut für Texte in leichter Sprache. Wenn ich ein Infoblatt habe oder ein Faltblatt, das ist ja meistens nur ein Zettel, der dann so zusammengefaltet ist, dass er nicht so groß ist, da ist natürlich immer wichtig, dass ich trotzdem weiß, in welcher Reihenfolge ich die Sachen lese, die auf dem Zettel draufstehen. Und das letzte Beispiel aus diesem Kapitel, da geht es um Kopf- und Fußzeilen. Das heißt, auf einer Seite steht ja oft auch zum Beispiel drauf, ja, welche Seite ist das? Also welche Zahl hat die Seite? Oder vielleicht steht auch noch drauf, wie heißt das Kapitel, zu dem die Seite gehört? Und da muss immer ganz klar sein, was sind das für Informationen? Wo gehören die hin? Zum Schluss habe ich Beispiele ausgesucht, Empfehlungen für Videos und Audios, also für Informationen zum Ansehen und Anhören im Internet. Dabei ist auch nochmal wichtig, dass es eine Alternative gibt zu den Medien. Das schwere Wort dafür ist Medienalternative. Das heißt, damit die Informationen barrierefrei sind, brauche ich Alternativen. Beispielsweise, ich brauche Untertitel, damit Menschen mit einer Hörbehinderung alles mitbekommen, was in einem Film gesagt wird. In dem Kapitel gibt es jetzt zwei verschiedene Arten von Medienalternativen. Es gibt einmal Medienalternativen, die sind für Menschen, die eine Behinderung haben bei der Wahrnehmung, also eine Hörbehinderung und eine Sehbehinderung und außerdem noch Lernschwierigkeiten. Wie können diese Medien, also die Videos und Audios, für die ganz besonders barrierefrei sein? Aber es gibt noch eine andere Art von Medienalternativen, nämlich vielleicht habe ich einen Film in schwerer Sprache. Was kann ich dann machen, damit Menschen mit Lernschwierigkeiten die Infos aus diesem Film bekommen können? Und ganz wichtig, wie immer bei der leichten Sprache, auch bei den Video und Audios, ist natürlich, dass Menschen, also Prüferinnen und Prüfer mitarbeiten, dass die eben schauen, ist das wirklich barrierefrei, ist der Film mit leichter Sprache wirklich gut zu benutzen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Medienalternativen, die sind alle in dem Kapitel aufgeschrieben. Hier habe ich jetzt nur mal zwei Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel ist, wir haben ein Video in leichter Sprache. Was muss ich dann machen, damit das Video barrierefrei wird? Das eine, was man braucht, sind Untertitel, wo man in leichter Sprache mitlesen kann, alles, was in dem Film gesagt wird und alles, was in dem Film sonst noch zu hören ist, soll in den Untertiteln in leichter Sprache beschrieben sein. Und ich brauche eine Audiodeskription. Das ist eine Beschreibung von allen Sachen, die in dem Film zu sehen sind, für die Menschen, die es vielleicht nicht sehen können. Und die Audiobeschreibung soll natürlich auch in leichter Sprache sein, damit auch zum Beispiel blinde Menschen mit Lernschwierigkeiten ganz genau mitbekommen können, was in dem Film vorkommt. Das zweite Beispiel hier ist, wenn ich ein Video habe in Alltagssprache, also das ist noch nicht in leichter Sprache, was kann ich dann machen, damit das barrierefrei wird? Dann ist natürlich erstmal wichtig, dass ich den Text in leichter Sprache habe. Am besten als eine Tonspur in leichter Sprache. Also ich kann in dem Video umstellen, kann das Video in leichter Sprache mir anhören oder in Alltagssprache. Genauso wie wir das heute hier haben mit der Dolmetscherin.
Und ich brauche auch wieder die Untertitel und die Audiobeschreibung. Die sollen natürlich auch in leichter Sprache sein, genauso wie in dem ersten Beispiel. In dem Kapitel steht auch noch drin, wie ist denn das jetzt genau? Also wie soll die Tonspur, wie sollen die Audioinhalte sein, damit man die gut verstehen kann? Zum Beispiel, man soll sehr deutlich sprechen und langsam sprechen und möglichst nicht Hintergrundmusik und Gespräche vermischen, sondern immer entweder Sprache zu hören haben oder Musik, damit es keine Ablenkung gibt. Wichtig ist auch, dass zum Beispiel bei Untertiteln immer klar zu erkennen ist, wer sagt das eigentlich gerade in dem Film. Das soll auch in leichter Sprache dargestellt sein. Und es gibt auch Empfehlungen für Untertiteln, welche Schrift kann ich da benutzen, welche Farben, worauf muss ich sonst noch achten, damit die Untertitel in leichter Sprache gut funktionieren. Ja, das war ein kleiner Einblick in das Kapitel über die Medienformate der DIN-SPEC für leichte Sprache. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Nizio. Das war ja sehr umfassend und wir sollten vielleicht noch kurz ergänzen, in der DIN-SPEC haben wir diese Sachen versucht, genauer aufzuschreiben. Was wir nicht gemacht haben, wir sind natürlich nicht auf die technischen Dinge eingegangen. Das heißt also, gerade wenn wir die verschiedenen digitalen Medien haben, dann gibt es Browser und Anzeige, Werkzeuge und man kann das auf dem Fernseher lesen und all diese Dinge, die müssen natürlich auch barrierefrei sein. Das können wir natürlich in der DIN-SPEC nicht beschreiben, beziehungsweise dazu gibt es andere Normen. Also gerade dieses Medienkapitel, da wird es auch, denke ich, in der nächsten Zeit auch noch weitere Ergänzungen und ja, Klarstellungen geben. Also die Technik entwickelt sich da weiter und wir merken es auch bei solchen Werkzeugen wie diesem Zoom-Meeting, dass die Unterstützung mit der zweiten Spur, mit der Übersetzung in leichter Sprache, noch nicht optimal ist. Da gibt es also auch durchaus auf der technischen Seite einige Verbesserungsmöglichkeiten. Im Chat haben wir keine Rückmeldungen, keine Fragen. Es war also umfassender Vortrag. Dankeschön, Frau Nizio. Und ich würde sagen, dann wechseln wir zum letzten Block, der eigentlich sehr wichtig ist, denn zum guten Ende bei den ganzen vielen Regeln und Empfehlungen muss das Ganze ja zusammengebaut werden von einem Auftrag zu einem Text in leichter Sprache oder einem Dokument in leichter Sprache bis zur Fertigstellung. Und das nennen wir, das ist der Erstellungsprozess. Also wie passiert das Ganze? Und dazu wird uns Frau Klanke mehr berichten. Frau Klanke, Sie stellen Sie bitte auch selbst vor und übernehmen bitte. Frau Schüffler, Frau Klanke hat am Montag vorgetragen, heute spreche ich. Entschuldigung, dann ist die Message falsch angekommen. Also Frau Schüffler, dann haben wir es auch in der Agenda falsch eingetragen. Entschuldigung, also dort Frau Schüffler. Dort stehen wir beide für beide Tage, aber das ist gar nicht schlimm. Okay, also bitte schön, Frau Schüffler. Gut, genau. Ich bin Inga Schüffler. Ich bin Übersetzerin und Dolmetscherin für leichte Sprache und einfache Sprache. Ich bin freiberuflich. Ich fange an mit dem Vortrag und teile dafür meinen Bildschirm. Genau, also ich spreche darüber, wie Texte in leichter Sprache entstehen, also den Prozess. Und das mache ich deshalb, weil wir jetzt in der Kommentierungsphase sind, also alle zu dem Kapitel schreiben können, was geändert werden sollte. Das Kapitel 8 über den Prozess hat verschiedene Abschnitte. Es fängt an mit einem Abschnitt, der heißt Allgemeines. Und dann kommen die Beteiligten am Prozess. Ich sage dazu gleich genauer, wer das sind. Und dann geht es um die verschiedenen Teile vom Prozess. Also erstmal gibt es die Vorbereitung auf die Übersetzung oder auf die Erstellung vom Text. Dann kommt die Durchführung und ein extra Abschnitt
hat in dem Kapitel die Verständlichkeitsprüfung. Darüber spreche ich aber nicht. Dafür gab es vorhin den Beitrag von Herrn Strübel und Herrn Kohn. Und am Ende kommt noch der Abschnitt Nachbereitung. Allgemeines: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Texte in leichter Sprache zu erstellen. In dem Kapitel steht, alle Möglichkeiten sind gleich gut. Dort steht auch, meistens ist leichte Sprache übersetzt. Das heißt, es gibt einen Text, der ist nicht in leichter Sprache und der wird übertragen in leichte Sprache. Manchmal gibt es aber keinen anderen Text. Dann wird direkt in leichter Sprache geschrieben. Deshalb sprechen wir in dem Kapitel nicht von Übersetzern und Übersetzerinnen. Im Kapitel steht Textschaffende. Das meint beides: Übersetzen und frei schreiben. Wer macht mit in so einem Prozess? Das erste sind die Textschaffenden. Das habe ich gerade schon gesagt. Was ist wichtig? Was sollten die Textschaffenden mitbringen? In dem Kapitel steht, die Textschaffenden kennen die DIN-Spec genau. Sie wissen genau, was steht in der DIN-Spec. Dort steht auch, sie haben Kontakt mit der Zielgruppe. So steht es im Text. Und dort steht, sie können verschiedene Ausbildungen und Erfahrungen haben. Zum Beispiel haben sie vielleicht an der Uni leichte Sprache studiert oder sie haben soziale Arbeit studiert und arbeiten in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. In dem Kapitel steht auch, wer ist noch beteiligt? Das sind die Gestalter, so steht es im Kapitel. Wichtig ist, die Gestalter sind von Anfang an dabei. Also Gestalter meint zum Beispiel eine Grafikerin, also eine jemand, der den Text schick macht. Oder auch eine Illustratorin oder ein Illustrator, also jemand, der die Bilder macht. In dem Kapitel steht auch, oder in dem Abschnitt, die Texte sollten genauso gestaltet sein wie in der Alltagssprache. Das heißt, vielleicht ist ein Text in der Alltagssprache auch nicht von einem Gestalter geschickt gemacht. Vielleicht ist der Text einfach nur irgendwie aufgeschrieben. Dann darf er auch in leichter Sprache irgendwie aufgeschrieben sein. Wenn ein Text aber professionell gestaltet ist in der Alltagssprache, dann sollte das auch in der leichten Sprache so sein. Die nächste beteiligte Person oder die nächsten beteiligten Personen sind die Prüfer und Prüferinnen. In dem Kapitel steht, die Prüfer und Prüferinnen sind Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie sollten mitmachen. Sie sollten die leichte Sprache mitmachen. Dort steht, sie können zum Beispiel die Texte prüfen oder die Bilder prüfen oder die Gestaltung prüfen. Weitere Beteiligte sind die Auftraggeber und Auftraggeberinnen. Dort steht, diese sollten möglichst genau erklären, was sie eigentlich möchten. Was sollen die anderen Beteiligten tun? Gut, das waren die Beteiligten. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Teilen vom Prozess. Zunächst haben wir die Vorbereitung. Dafür ist wichtig, erstmal einen genauen Plan zu machen. So steht es im Kapitel. Man sollte überlegen, für wen soll die leichte Sprache sein?
in welcher Form soll sie angeboten werden? Also zum Beispiel soll die leichte Sprache gedruckt sein oder im Internet angeboten werden? Und wer oder wie soll den Text gestalten? Hier kann man auch ganz viele Kleinigkeiten klären. Zum Beispiel, was machen wir mit langen Wörtern? Wie trennen wir die? Mit einem Mediopunkt oder mit einem Bindestrich? Und wie nenne ich verschiedene Geschlechter im Text? All das sollte man klären, bevor die Übersetzung anfängt oder bevor man den Text schreibt. Man sollte auch klären, wie ist der Ablauf? Welche Ansprechpersonen gibt es? Und welche Prüfungen soll es geben? Zum Beispiel soll es eine Prüfung durch eine Fachperson geben. Also vielleicht ist ein Text über ein Gesetz. Dann sollte vielleicht ein Rechtsexperte den Text lesen und schauen, ob alles richtig ist. Soll es eine Prüfung durch Menschen mit Lernschwierigkeiten geben? Und soll es eine Prüfung durch ein Computerprogramm geben? All das steht in dem Kapitel, sollte man vorher klären. In dem Kapitel gibt es auch eine Grafik. Die ist ein bisschen schwierig. Ich habe sie am Anfang auch nicht verstanden. Ich erkläre sie möglichst kurz. Ich habe einige Teile ein bisschen vereinfacht, aber eigentlich sieht die Grafik fast genauso aus. Also, hier sehen wir die verschiedenen Teile vom Prozess. Zuerst haben wir eine Anfrage von einem Auftraggeber oder einer Auftraggeberin. Das kann zum Beispiel ein Verein sein oder eine Behörde. Der Auftraggeber oder die Auftraggeberin sollte möglichst viele Informationen geben, was sie eigentlich wollen. Sie sollten einen Text schicken, eine Vorlage. Sie sollten sagen, für wen ist der Text, also für welche Nutzergruppe. Wo soll der Text gelesen werden? Zum Beispiel in einer Ausstellung oder in einer Werkstatt. Wer soll den Text gestalten und welche Bilder soll es geben? In welcher Form soll der Text angeboten werden? Im Internet oder gedruckt, als Hörformat oder Video? Dann ist auch wichtig, wo darf der Auftraggeber und die Auftraggeberin den Text nutzen? Das nennt man Nutzungsrechte. Und bis wann soll die leichte Sprache fertig sein? All das sollte der Auftraggeber oder die Auftraggeberin möglichst genau sagen. Dann kommt die nächste Phase, der nächste Teil. Dann erstellt der Textschaffende oder die Textschaffende ein Angebot. Da schreibt der Textschaffende oder die Textschaffende rein, so viel kostet der Auftrag. Dann überlegt der Auftraggeber oder die Auftraggeberin, ja, passt das oder nicht? Vielleicht muss man noch einige Dinge klären. Und wenn dann alles in Ordnung ist, dann kommt es zur Beauftragung. Das heißt, der Auftraggeber oder die Auftraggeberin sagt, ja, bitte führ den Auftrag aus. So, dann geht's los mit der wirklichen Arbeit. Die Textschaffenden erstellen einen Text. Sie übersetzen ihn oder sie schreiben ihn neu. Hier sehen wir verschiedene Pfeile, die immer in beide Richtungen gehen. Das meint, hier arbeiten alle zusammen. Es ist nicht immer gleich. Manchmal kommt ein Teil zuerst und dann ein anderer. Manchmal ist es andersrum. Das kommt auch immer darauf an, worum geht es gerade. Also hier in diesem Teil ist auch die Gestaltung wichtig. Wichtig ist, die Gestaltung sollte von Anfang an dabei
sein und zusammenarbeiten mit den Textschaffenden. Und hier haben wir auch die Prüfung. Dann geht es irgendwann zur Abnahme. Das heißt, der Auftraggeber oder die Auftraggeberin liest den Text oder schaut sich das Video an und sagt, so ist es in Ordnung, ich nehme das ab. Ja, damit ist der Auftrag eigentlich abgeschlossen, fehlt nur noch die Veröffentlichung. In dem Kapitel, hier kommt es nochmal, Durchführung, dort steht, alle arbeiten eng zusammen. Die Textschaffenden, die Gestalter, die Zeichner oder Zeichnerinnen und auch die Prüfer und Prüferin steht hier aber nicht. Was dort steht, die Prüfer und Prüferinnen können am Anfang schon sagen, was sie wichtig finden und was im Text stehen soll. Und dort steht, die Gestalter gestalten erst den Text und dann geht er in die Prüfgruppe. Damit der Text schon so aussieht, wie er am Ende auch veröffentlicht wird. Gut, kommen wir zu dem Teil nach der Übersetzung oder Texterstellung. Danach sagt der Auftraggeber oder die Auftraggeberin ihre Meinung zu dem Auftrag. Man hofft, sie sagen, super Arbeit, wir arbeiten gerne wieder mit Ihnen. Vielleicht sagen sie aber auch, aber das hat nicht so gut geklappt. Die Textschaffenden prüfen dann genau, was hat denn nicht gut geklappt und wie können wir das in Zukunft besser machen. Das ist die Nachbereitung. Wenn alles fertig ist, danach. Und wenn nötig, so steht es in dem Kapitel, sprechen die Textschaffenden dann mit den anderen Personen im Projekt, also mit der Prüfgruppe oder den Gestaltern oder Zeichnern und Zeichnerinnen. Zusammenfassend kann man sagen, viele Wege sind möglich, so steht es in dem Kapitel, aber die Dienstbeck will zeigen, für gute leichte Sprache braucht es genug Geld und genug Zeit. Und die leichte Sprache ist genauso wichtig wie das Original und sollte genauso gut gestaltet sein und genauso gut erstellt werden. So, damit bin ich fertig. Sogar 5 Minuten fast rausgeholt. Dankeschön. Haben wir Fragen an Frau Schiffler? Nein, im Chat sind keine Fragen aufgekommen. Ja, der Prozess ist halt, glaube ich, auch wichtig, dass man ihn wirklich so mal beschreibt, auch wenn er so viele Varianten hat. Vielleicht kann ich da im Prinzip schon anschließen und so ein wenig den Ausblick geben und den Tag so zusammenfassen. Wir haben jetzt den Überblick über die Dienstspec 33429 bekommen. Wir starten jetzt in die Kommentierungsphase. Die Aufzeichnungen vom 3. März und vom 9. März werden auf der DIN-Webseite veröffentlicht. Der Link wurde schon mehrfach im Chat eingeblendet, wird die Kollegin gleich sicherlich nochmal machen. Dort finden Sie auch fortlaufend weitere Informationen, was sich Aktuelles getan hat. So, was passiert nach dem 3. Mai? Der 3. Mai ist das Ende der Kommentierungsphase. Danach werden wir alle Kommentare sichten, sortieren und zur Bearbeitung in die Arbeitsgruppen geben. Wir erwarten sehr viele Kommentare. Die Arbeitsgruppen werden Vorschläge erarbeiten, wie wir mit den Kommentaren umgehen und welche Änderungen es daraus ergeben wird. Es wird allerdings auch Kommentare geben, die wir im gesamten Konsortium oder im Beirat besprechen müssen. Personen, die sehr umfangreich kommentiert haben oder wo wir Nachfragen haben, wir werden die einzelnen Personen kontaktieren, um dann gegebenenfalls nachzufragen, was zu tun ist bei den Kommentaren. Das wird über den Sommer eine komplizierte Geschichte, aber ich hoffe, dass wir dann bis zum Herbst eine Version bekommen, die zunächst einmal noch im Konsortium
abgestimmt werden muss. Und wenn wir uns da einig sind, dann wird das gesamte Dokument veröffentlicht. Und wir werden uns bemühen, gleichzeitig die Version in leichter Sprache zu veröffentlichen. Die leichte Sprache-Version wird sich nach den Regeln der Hauptnorm richten. Was auch noch wichtig ist, die Versionen werden beide kostenlos zur Verfügung gestellt, so dass es keine Probleme gibt, diese auch im Alltag zu nutzen. Nutzen Sie bitte die Möglichkeit zum Kommentieren und das ist jetzt eine gute Möglichkeit, nochmal den Feinschliff zu machen. Wir wissen natürlich ganz genau, nach der Norm ist vor der Norm. Das heißt, wir werden sicherlich nach einer gewissen Erfahrungszeit darüber nachdenken müssen. Müssen wir doch was ergänzen, was verändern? Aber dann haben wir erstmal nach knapp 4 Jahren ein Ergebnis erreicht, auf das wir dann stolz sein können. Das möchte ich eigentlich dann auch gleich nutzen, um alle nochmal herzlich zu loben und mich dazu bedanken. Alle Referenten, alle Referentinnen, die technische Betreuung, ja, alle, die im Hintergrund ein wenig mitgewirkt haben. Wie gesagt, wir veröffentlichen diese Aufzeichnung in ungefähr 5-6 Tagen auf der Webseite und es würde mich freuen, wenn Sie die Webseite besuchen. Ja, und ich möchte mal so sagen, wir hören uns vermutlich wieder, wenn es geschafft ist, wenn wir in einer öffentlichen Veranstaltung zum Schluss sagen, wir sind fertig mit der DIN-Spec und das wird dann hoffentlich noch ein Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr werden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und verbleibe mit freundlichen Grüßen rundherum. Macht's gut zusammen. Tschüss.